Vor zwei Videos bin ich ja mit Pinkbus unterwegs gewesen und heute schauen wir uns den nächsten Flixbus-Konkurrenten an. Und das ist BlaBlaBus und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Wir starten in Frankfurt und fahren jetzt zurück nach Düsseldorf. Zum Einsatz kommt hier ein Bus des spanischen Herstellers Irizar. Und wir schauen uns erstmal den Platz hier an. Der Sitzabstand ist relativ eng, aber noch okay. Dafür sind die Sitze aber unfassbar bequem. Also die Bussitze von Irizar sind sowieso meine absoluten Favoriten. Das sind für mich persönlich die bequemsten Sitze, die man irgendwo in einem Bus findet. Ansonsten haben wir Steckdosen. Sitzverstellung geht auch relativ weit zu verstellen. Bewegliche Armlehnen. Einen Klapptisch und auch einen richtigen Anschnallgurt, also nicht nur einen Beckengurt, sondern einen wie im Auto. WLAN ist auch verfügbar und dann geht's auch schon los. Vorweg, bevor ich jetzt gleich ein bisschen wertend werde, eins vorab, das ist der Preis und das ist im Moment das absolute Kaufkriterium, der absolute Selling Point von BlaBlaBus. Diese Fahrt von Frankfurt bis nach Düsseldorf hat mich 99 Cent gekostet. Das ist natürlich ein Lokangebot, was es nicht immer gibt, aber das ist ein unfassbar billiger Preis. Nur so zum Vergleich, Flixbus lag auf dieser Strecke zu dieser Zeit bei etwas über 10 Euro. Das heißt, ich kann 10 Mal mit dem BlaBlaBus fahren, für den Preis von einer Flixbusfahrt. Das muss man natürlich immer ein bisschen beachten, wenn ich jetzt hier vielleicht auch mal etwas negativ erwähne. Wie gesagt, die Sitze sind super bequem, ist relativ eng, aber die Sitze sind wirklich sehr, sehr bequem. Da kann man auch 6, 7, 8 Stunden drauf sitzen, ohne Rückenschmerzen zu kriegen. Die sind sehr angenehm gepolstert, nicht zu hart, nicht zu weich, eine sehr schöne Passform. Also die Sitze sind super, auch der richtige Gurt ist sehr angenehm. Negativ war die Sauberkeit im Bus, also den Tisch habe ich sofort wieder zugeklappt, der war wirklich nicht angenehm, den habe ich definitiv nicht benutzt. Und der zweite Punkt, der mir negativ aufgefallen ist, das war das Konzept der Sitzplatzvergabe, denn eigentlich sehr gut ist, dass jeder einen festen Sitzplatz hat. Also das ist nicht so wie in den Anfangszeiten vom Flixbus, dass man reinkommt und man sich seinen Sitzplatz erstmal suchen und erkämpfen muss, sondern jeder hat einen fest zugewiesenen Sitzplatz. Der Nachteil ist allerdings, dass ich mir diesen nicht aussuchen kann, sondern er wird mir erst eine Stunde vor Abfahrt per SMS zugeschickt oder per E-Mail. Das heißt, erst dann bekomme ich eine Sitzplatznummer zugeteilt. Und ich habe auch keinen Einfluss darauf. Ich kann also keine Wünsche angeben. Ich weiß nicht, ob ich am Fenster oder am Gang sitze, ob ich vorne oder hinten sitze. Ich hatte jetzt zum Glück einen Fensterplatz bekommen, weil ein Gangplatz wäre für mich jetzt für das Video auch sehr unpraktisch gewesen, aber ich hatte keinen Einfluss darauf. Das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Es ist besser als gar keine Sitzplatzreservierung. Es ist auch gut, dass ich dafür nicht bezahlen muss, aber optimal ist es nicht. Da würde ich mir dann natürlich wünschen, entweder so wie bei Pinkbus, dass ich in einer Karte den genauen Sitzplatz aussuchen kann oder wie bei Flixbus zumindest als zusätzliche Möglichkeit noch gegen Aufpreis einen bestimmten Platz auszuwählen. Das wäre angenehm gewesen, gibt es hier aber eben nicht. Kurz zur Strecke zwischendrin. BlaBlaBus fährt ähnlich wie Flixbus viele Zwischenhaltestellen an. In meinem Fall waren das jetzt der Flughafen von Frankfurt und der Flughafen von Köln. Flughafen von Köln als Ersatz für die Kölner Innenstadt, da dürfen die Fernbusse nämlich nicht rein. Nochmal zurück zur Sitzplatzvergabe, da gibt es nämlich noch einen kleinen Haken. Und zwar wurden auf meiner Reise Sitzplätze vergeben, die überhaupt nicht da waren. Ihr habt das vielleicht ganz am Anfang gesehen, dort war ein Rollstuhlstellplatz vorgesehen, sprich man hat ein paar Sitze ausgebaut, um dort einen Rollstuhl platzieren zu können. Allerdings, diese ausgebauten Sitze wurden immer noch vergeben.
In meinem Fall war es nicht schlimm, weil der Bus nicht komplett voll war. Die haben sich dann einen anderen Platz gesucht, die so eine Reservierung hatten. Wenn der Bus jetzt aber ganz voll ist, wäre das natürlich ein bisschen unpraktisch. Also das ist noch nicht ganz optimal mit der Sitzplatzvergabe. Aber fassen wir nochmal zusammen. Ich habe nur 99 Cent für diese Fahrt bezahlt, habe einen super bequemen Sitzplatz bekommen. Wir waren fast eine Viertelstunde vor geplanter Ankunftszeit in Düsseldorf. Das heißt, ich zahle sehr, sehr wenig Geld und für dieses Geld bekomme ich sehr, sehr viel Leistung. Natürlich sollte der Bus eigentlich sauberer sein und eine andere Sitzplatzvergabe wäre optimal, aber für 99 Cent habe ich absolut kein Recht, mich über irgendetwas zu beklagen, was nicht ganz 100% perfekt ist. Nur so kleiner Fun-Fact noch am Rand, ihr habt das gerade gesehen. Das Parken in Düsseldorf hat mich übrigens 20 Euro gekostet. Also einmal parken in Düsseldorf ist 10 Mal mit Blabla-Bus nach Frankfurt und zurück. Also nur, was man nochmal so einen Vergleich hat, wie günstig das eigentlich wirklich ist. Und dafür ist es wirklich auch ein tolles Angebot. Das war es auch für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal eure Erfahrungen mit Blabla-Bus oder auch mit Flixbus und Pinkbus in die Kommentare schreiben. Hier seht ihr jetzt, wann das nächste Video kommt, von wem die Musik stammt. Und wie immer freue ich mich natürlich über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link.